Es war ein kleiner Satz, mit dem Beatrice Egli für große Aufregung gesorgt hat. Eigentlich gilt die schöne Schweizerin seit Jahren als Single, doch nun verriet sie ihr süßes Geheimnis. Es gibt den einen, in den ich mich heimlich verliebt habe, gab die 34-Jährige nun preis. Wer der Glückliche ist, das behielt sie für sich. Der weiß es bis heute nicht und das soll auch bitte so bleiben. Doch da Blicke und Gesten ja manchmal mehr sagen als tausend Worte, gibt es doch klare Hinweise darauf, wer ihr Herz gestohlen haben könnte. Gut möglich, dass es sich um einen Kollegen handelt und sie seinen Namen nicht nennen möchte, um Erfolg und Karriere nicht zu gefährden. Ein Name steht dabei besonders im Raum, Eric Philippi. Der 25-jährige Sänger und Produzent schrieb ihren neuesten Song, Volles Risiko. Sie standen also viele Stunden gemeinsam im Tonstudio, so etwas verbindet. Das volle Risiko gehen wir jetzt gemeinsam, erklärten die beiden damals glücklich. Wenn es nach ihr geht, würde er sie sogar bei ihrer Tour begleiten. Ich versuche noch ihn zu überreden, sagte sie mal. Es könnte also schon bald ein neues Schlagertraumpaar geben. Und irgendwann werden sie ihr Glück auch sicher nicht mehr geheim halten wollen.